sein 13. Ballkontakt. Der hing in den letzten gut 20 Minuten hier völlig in der stürmischen Linzer Luft. Der Kragel gegen Gustafsson. Da hat es den Eddy leider etwas heftiger erwischt. Leitgeb will da den Rächer spielen, also der Meierleb an der falschen Adresse. Das macht Harald Lechner mit Lukas Kragel. Also liebe Salzburger, er hat es ja gesehen, der Schiedsrichter. Es ist ja nicht so, dass er diese Aktion aus den Augen verloren hätte. Das erinnert mich schon wieder an Schweinsteiger, Ribéry und Co. in Manchester. Es gibt die Gelbe für Kragel. Gustafsson schlägt ab, ja, und dann kommt er nochmal mit dem gestreckten rechten Bein durch auf das Schienbein von Eddy Gustafsson und das ist möglicherweise durch. Boah, es hat im Originaltempo gar nicht so heftig ausgesehen, aber dafür bereitet mir diese Zeitlupe körperliche Schmerzen. Da hüpft denen Heinz Arzberger. Und ich denke, liebe Kollegen im Übertragungswagen, wir können uns jetzt sämtliche Statistiken, alles weitere von dieser ersten Hälfte schenken. Interessiert, glaube ich, augenblicklich niemanden, wer da mehr Ballbesitz gehabt hat oder öfters aufs Tor geschossen hat. Das soll es von Ihrem Kommentator mal vorläufig gewesen sein. Halbzeitstand auf jeden Fall, LASK 0, Salzburg 0.